Hallo und herzlich willkommen zurück bei Craftopia Tag 3. Der Tobi war gerade... Tobi, du hast mich... Hey, ne? Tobi. Erik, aus dem Weg. Tobi, nein. Hey, ich schub's nicht mehr. Nee, jetzt stehe ich hier auch stabil. Tobi, was? Tobi? Tobi, warum? Machst du das etwa extra? Hä, nein. Gut. Ich muss einen Rollstuhl als Mahnmal aufstellen. Stellen. Schade, okay. du warst nicht mehr oben, schade. Ja, okay. Okay, warte, ich stehe jetzt wieder auf. Warte. Ich gehe aber da raus aus dem Ding, weil nicht, dass das wieder... Ja, man weiß ja nie. So, flups. Geil. Kann der nächste Bär gegenschlagen. Ah, ich habe zwei davon, weil ich habe ich habe noch eins selber eins übrig. Ist das ein Schutzschild? Sieht so aus. So, weg damit. Zack. Wieso habe ich das jetzt... Okay, so. Okay. Also, ich habe was voll Schönes gefunden, als ich so lange gewartet habe. Ich wurde von einem Bären angegriffen. Ja, und soll dann ich mitkommen? Ja, gerne, wenn du möchtest. Ich sammle hier noch schnell Kuhscheiße auf. Ich weiß nicht wofür. Wahrscheinlich zum Düngen. So, ich war... Wo war denn das? Genau, ich war hier hinten. Tobi, was machst du? Die Kühe waren eh schon fast tot. Warte, ich komme. Ja, du hast recht. Jetzt, wo du sagst... Die eh schon tot sind. Fast tot, die arme Kuh. Oh, Level up. Vor allem, wir brauchen auch ein bisschen Fleisch, ne? Ich hab auch Sauhunger. Huch, ich hab 100%. Ja. Ach, wegen Level up. Komm mal hier hoch. Kürb. Oh, hier oben ist schön. Voll schön. Oh, eine Kiste. Ich würde auch die Fische gar nicht wegmachen. Oh, eine Kiste. Habe ich extra stehen lassen, damit ich, okay. Nicht so spannend, die Kiste. Boah, ich sammle Eisen, Erik. Geil, Tobi. Geil, da drüben ist auch noch welches. Boah, das ist ja schön hier. Mit dem Wasser und das so. Das lilane Zeug braucht Level 5, da kann man nichts machen. Die Fische würde ich sogar im Wasser drin lassen, weil das einfach so schön ist. Boah, wir müssen ein Haus drumherum bauen um dieses Ding. Das ist eine sehr gute Idee, Tobi. So wie so ein japanischer Garten dann, weißt du? Mhm. Das ist auch so ein Mittelgarten dann. Voll geil. Ja, Mann. Und dann habe ich, pass auf, was ich gemacht habe, ich habe hier drin, als der Bär angegriffen hat, bin ich hier reingegangen. Ja. Dann kam der Bär auch rein und ist ertrunken. Okay, die Story hat jetzt eine sehr dramatische Wende genommen. War sehr schön, Tobi. Es hat mich gerettet. Es hat mich gerettet und es war satisfying zu sehen. Ich dachte, du bist in Sicherheit vor ihm gegangen und er stand nur und ist dann weggegangen irgendwann. Nein, okay, er ist jämmerlich ertrunken wie der Scheißbär, der er war. Aber gut, ist gleich der nächste. Der kann doch nochmal schwimmen, oder? Naja, der offenbar nicht. Oh, nicht der hellste Bär. So. Okay, wieso habe ich Kacke bei mir in der Inventarleiste? Ich hätte gerne den Bogen in der Inventarleiste. So. Tobi. Oh, was war das denn? Das war eine Möwe. Gut. Sie es saß, war eine Möwe, Erik. Ja, sie saß schon die ganze Zeit da und hat niemandem was. Oh nein. Hm? Oh, du wirst es sehen. Oh nice, Erik, gib ihr. Geil, Tobi. Hat jemand was fallen gelassen? Ich sehe nichts. Oh, guck mal, Erik, hier, die Kuh ist fast tot. Oh nein! Erik, du musst dir helfen, die ist fast tot. Schön! Die Arme! Oh, warte. Oh, mein Dear. Sag mal ganz kurz, kommen da wieder Kühe eigentlich? Also, wenn wir jetzt ans Abschlachten, kommen die wieder nach? Ich gehe davon aus, oder? Ich bin mir nicht so sicher. Ich kann mir echt vorstellen, dass das hier mit so Ökosystemen funktioniert. Gut, wir können ja zur Not haben wir ja Portale, ne? Also. Ja gut, das stimmt. Irgendwo. Wir sind Menschen, Erik. Irgendwo gibt's immer eine Kuh. Wir machen hier alles kaputt und dann gehen wir auf eine andere Insel. Gut, dann machen wir es genau so. Wir sind ja Menschen. Eben. Das wird man uns schon verzeihen. Ja, natürlich. Aus dem eine Erde haben wir schon zerstört. Ganz ehrlich, auf die nächste kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an. Eben. Und die hier wurde ja auch scheinbar zerstört. So, ich mache hier nochmal eine Kiste, eine wunderschöne. Die mache ich mal hier vor den Altar. Oh, mal früher spielt GTA, natürlich. Das ist was ganz Neues. Damit rechnet niemand. Muss immer fragen, wie er das schafft, so viel Abwechslung auf seinem Channel zu machen. Was soll denn da rein?
Oh, warte mal, komm mal her, ich hab was für dich. Leg dir einfach in die Scheiße. Kann ich das irgendwie... Ach, mit Alt? Mit Alt kann man Sachen übrigens, ne? De-stacken. So, ja, oder mit Control kannst du, glaube ich, die Hälfte machen. Oh, ja, danke, Tobi. Hey, gönn dir das mal. Danke, Tobi, vielen Dank. Also machen wir die auch. Fried Chicken, Fried Egg, Fried Chickens. Was? Okay. Interessant. Ja, danke, Tobi. Hat ein ganz würziges Aroma. So mal. Was ich gut finde, ist, ich glaube, Essen verdirbt nicht. Gott sei Dank. Ich hasse das. Ich hasse das. Das hasse ich in Spielen tatsächlich auch. Ich finde Food-System schon immer ein bisschen stressig manchmal, aber... Man kann Kühe einfach one-hitten? Ja, klar. Aber hast du das denn echt noch nicht ausprobiert? Selten. Und was mit dem Scheiß... was mit dem Scheißbär? Nimmst du einfach so ein Butchermesser und dann mal gucken, ne? Einfach drauf losspringen. Shit. Okay, den Bär offenbar nicht. Hast du versucht, gerade den Bär zu one-hitten? Oh, Alter. Headshots beim Bär gehen super gut. Der ist schon tot. Ja, Mann. So habe ich die vorhin auch besiegt. Nice. Okay, der Bär ist tot. Die Mine wäre frei. Also das Dungeon. Wollen wir mal reingehen? Einfach mal gucken? Ja, gib mir noch eine Sekunde. Was ist das denn hier? Ach, wir Silber, ne? Ja, Silber. Ich weiß nicht, ob wir so einfach zurückkommen, ne? Das weiß ich auch nicht. Und wir haben noch keine Rüstung. Und ich weiß noch nicht, ob wir jemals oder wie wir Rüstung machen. Ich meine, wir können mal reingehen. Spaß ist halber. Ich würde auf jeden Fall noch ein bisschen was zu essen mitnehmen. Ja, ist eine gute Idee. Bist du da? Nee. Warte, ich komme. Ich hole Essen noch. Ja. Ich nehme mal das Fleisch hier noch vom Lagerfeuer mit. Und habe uns noch Cream Mushroom Soup gemacht. Du verwöhnst uns. Oh. Da ist ein Bär. Hä, schon wieder? Alter, wie schnell die respawnen, bitte. Oh, warte. Falsch. Auf der 5. Können wir ignorieren, wir können ja direkt reingehen, oder? Ja, würde ich auch sagen. Dungeon of Island. Oh cool. Huch. Wie macht man das? Bin aber reingegangen. Oh. Wie geil. Boah, was? Wie nice ist das denn, bitte? Boah. Direkt Skyrim-wide. Oh, Alter, hier, zack. Kiste. In den Dingern hier über Loot drin. Alter, was? Und die Mucke auch voll nein. Okay, die Musik ist ein bisschen laut vielleicht. Ich mach die auch mal ein bisschen leiser. Oh, boah, wie geil. Sehr aufgeregte Musik. Das, was ich in Minecraft immer bauen wollte. Ja, wirklich. Ja. Hä, wie cool. Was war der? Cooking Oil, hier gibt es richtig viel Stuff. Pepper und Salt. Wow. Nice. Boah, da, die haben Level 7. Boah. Hä? Weggepeppert. Oh, Alter, eine blaue Kiste. Kannst du die aufmachen oder braucht man einen Schlüssel? Da ist Wasser. Ja, kann ich auch machen. Da ist Wasser drin. Und Stock. Ist, The Dream Come True. Okay, das geht nicht kaputt. Schade. Kann man das Ding clearen eigentlich? Level 9. Woo! Hier, da kommt einer. Achso, hier. Bam! Oh, danke. Hey. Sehr gerne. Was kann man hier machen? Die Möbel sind sehr groß. Ach, die respawnen hier immer. Okay, alles klar. Bringt also nichts. Schade, ich dachte, wir können die clearen. Bist du da? Okay. There are too many enemies. Oh, wir müssen 4 weitere Feinde besiegen. Oh, geil, es gibt doch noch Aufgaben, hä? Voll geil. Aua. Ist er tot? Boah, Alter, ich liebe das mit dem Draufspringen, ist voll geil. Ja. Oh. Was ist das hier? Menschenkacke. Ich glaube, ich habe geschissen gerade. Was? Ich glaube, ich habe geschissen, Tobi. Warum, Erik? Ich weiß es nicht. Es kam mir einfach so rausgeflutscht. Muss das sein, dass du einfach in den Dungeon scheißt?
Ich hab's aber wieder mitgenommen. Ich hab das Dungeon gecleared. Ah, die Tür ist auf. Oh, nice, okay. Wenn du was zu essen brauchst, musst du Bescheid sagen, ne? Ich hab noch 5 Fleisch, mal gucken. Und okay. 95 Sättigung. Ich nehme auch mal den Wedler dafür hier. Michael Wedler. Lizard Bone, okay. Manchmal findet man komische Sachen. Ich weiß nicht, was man damit alles macht. Ich habe ein bisschen Angst davor, was herauszufinden. Ja, das wird furchtbar. Oder wird es furchtbar gut? Beides, beides. So, da kommen die nächsten Feinde. Es sind Skelette, glaube ich. Oh, das eine hat aber ein Schild, ne? Ja, mehrere, glaube ich. Und einer hat blaue Augen. Ist das ein Mage vielleicht? Könnte sein. Warte mal, ich mache mal Folgendes. Oh. Ja. Oh, ja. Oh, da kommt. Ja, geht aber. Lieutenant ist es. Gewesen. Nice. Sehr geil. Oh, Private First Class, Erik. Gewesen. Oh, du hast schon die besseren Pfeile, ne? Ich hab die Bronzepfeile. Ich hab einen Bronzebogen. Boah, machst du Damage. Cool, machst du Damage. Okay, okay, okay. Cool, cool, cool. Und jetzt macht er keinen Damage mehr. Da kommen wir gleich neue, ne? Ne, die Tür ist offen, okay. Ich kann mich doch healen. Was mach ich denn? Oh, ich muss übrigens noch. Ich muss 6 Punkte investieren. Oh. Ja, mach ich nach dem Dungeon. Oder mittendrin. Ich weiß noch nicht genau. Mal gucken. Oh, eine blaue Kiste. Oh, nice. Oh, bei mir ist ja gar keine Kiste. Nee, okay, dann sind blaue Kisten vielleicht charaktergebunden. Ah, okay. Oh, die Skelette sind wieder da. Ja, scheiß auf die. Quip. Hier ist noch eine Kiste. Getrocknetes Leder. Toll. Und Salz und Pfeffer. Warte mal kurz, bevor wir weitergehen, würde ich vielleicht noch mal kurz die Punkte verteilen. Ja, mache ich auch mal gerade. Um Gottes Willen. Magic mache ich auch mal Heal. Ist eine gute Idee. So, Level 2, okay. Was ist denn Wind Edge? Fire Creation, ansonsten mache ich erstmal Combat. Sharpen your weapon to increase the damage. Buff Duration, Cooldown 1, Mana Cost 2. Was sind mal Basics? Okay. Oh, nice. Vitalität solltest du nehmen bei Basics. Oh, okay. Muss beim nächsten Level abmachen. Das healt nämlich, wenn deine Ausdauer voll ist, healst du. Boah, Alter, das ist voll Rollenspiel. Ich liebe das jetzt schon. Voll gut. Okay, was ist Detect? Meditation, Slightly Increase, Passive Mana Recovery, okay. Nehme ich auch mal. Okay, warte, nehme ich Combat noch mal ein bisschen. Ironclad brings up the Shield Defense. Okay, das mache ich auch mal. Rotating Strike, okay, warte. Okay. Probier ich mal aus, warte mal kurz. Boah, Tobi. Ach, siehst du gar nicht, ne? Nee, leider nicht. Okay. Ich bin gerade ein bisschen schlapp, ich brauche Ausdauer. Okay. Ist das der Ausgang? Ich glaube ja. Okay, ich dachte wahrscheinlich so Beginner-Dungeon. Okay. Boah, Alter, Tobi, ich freue mich schon, wie das Spiel weitergeht. Ich freue mich jetzt schon, das wird so gut alles noch. Ja, Mann. Oh, nicht der Ausgang. Endboss, Zwischenboss? Sieht so aus. Hilfe! Ancient Golem? Oh. Der visiert mich an. Okay, ich muss, glaube ich, hinter dieses Ding entdecken. Ja, hab ich auch gerade gemacht. Okay, wie bei Zelda, alles klar. Okay, Headshot bringt's wieder. Headshot? Ich dachte doch, das blaue Ding. Oh, nice. Okay, der ist dagegen gegangen. Ich glaube, wir können draufhauen. Oh.
Tschüss. Wie cool, Alter. Was ist das für ein Spiel? Hier ist ja alles drin. Mega. Mega geil. Boah, alles klar, Headshot. Vorsicht, Tobi, Vorsicht, Vorsicht. Komm hinter den Balken. Hui. Jau. Der ist gleich down. Shit. Okay, viel Spaß. Mach mal ruhig. Shit. Hab keine Sicht auf seinen Kopf, scheiße. Übernehmen. So, ich auch. Sag mal. Wo ist sein Schädel nicht? Irgendwie treffe ich den nicht mehr. So, viel Spaß, alles klar. RIP, Bruder, RIP. Ja, Mann. Nice. Sauber. Da kommt der nächste. Tobi, wir sollten weg. Oh, tschüss. Was ist mit dem? Oh, was ist denn das? Was für ein Abenteuer. Geht die Tür zu? Was für ein geiles Game das einfach ist. Ich fass das gar nicht. Müssen wir den nochmal besiegen? Ich weiß nicht, aber das Rote hier sieht... können wir den hier reinlocken vielleicht? Das Rote hier sieht gefährlich aus, ne? Ja. Ich trau mich nicht dagegen zu gehen. Okay. Kommt der hier rein, der Typ, der Golem? Nö. Okay, müssen wir den eventuell... Müssen wir den auch noch besiegen? Meinst du, dass vielleicht drei Stück sind? Könnte sein. Was ist denn der? Triple the fun, Tobi! Triple the fun! Der ist genau hier rechts von der Tür. Vorsicht! Bleib hier drin im Durchgang. Genau. Als ob der... LOL. Voll der Wallhacker. Wie mache ich einen Heal? Hast du das equipped? Nee. Musst du equippen. Ist das ein Item? Nee, wo krieg ich das her? Das kannst du rausziehen aus dem Menü, wo du es geskillt hast. Alles klar, dankeschön. Ich mach's erstmal auf die 6. Ist nicht schön, aber so. So, nice. Wo ist denn der? Der klebt hier an der Wand fest, der Idiot. Oh nein. Ah, kommt raus, okay. Jetzt kommt er. Ich habe aber, glaube ich, bald keine Pfeile mehr. Zwei Stück habe ich noch. Nicht gut. So. Anubis. Ich hab keine Pfeile mehr. Halb so wild. Da müssen wir den einfach... Shit. Oh, ich habe auch keine Pfeile mehr. Shit. Geht das? Aber warte mal, man kann seine Pfeile wieder von dem holen. Hilfe! Oh, okay. Das mache ich auch gleich. Wenn du an den dran springst, kannst du eh drücken. Oh, zwei Pfeile, nein. Oh, ich hab keine Ausdauer. Hier. Achso, oh, fuck. Oh, fuck. Ich hab bloß alle Pfeile mitgenommen. Warte, dann droppe ich die. Nee, alles gut. Nee, ich hab zwei. Hä? Zwei Pfeile. Ja, ich hab keinen, egal. Hätten wir vielleicht vorher machen sollen. Jetzt ist er voller Pfeile. Okay. Okay, man kann an den Buch hochklettern, dann kann man ganze Pfeile sammeln. So, warte. Ich dachte, der geht gleich in einen Crunch-Modus. Oh, ich habe die Arrows nicht equipped. Okay, nice. Wo sind die denn? Habe ich doch keine genommen.
Oh ja, jetzt. So, jetzt. Ach, du bist doch beschissen. Oh, nice. Hä? Ich sehe den gar nicht bei mir. Der ist bei mir nicht da. Nee? Nö. Der war bei mir unter der Erde. Na toll. Oh, puh. Ich brauche Pfeile. Ja, ich kann mal leider nicht unterwegs craften, das ist echt blöd. Kann ich eine Crafting Station hier bauen? Ich meine, im Grunde genommen. Oh! Oh, fuck! Oh. Guten! Ah, wenn der hier liegt, komm ich durch. Ja, ja, ich komme gerade nicht durch. Ja, ja. Ich bin da vorhin auch nicht die ganze Zeit hingekommen. Oh, tschüss. So, alles bald down. Okay. Hier sind Pfeile, wenn du brauchst. Oh, Alter. Okay, let's go. Ja. Oh, nice. So, Door opening. Aber... Warte mal, hier, komm. Da hat sich nichts geändert. Es hat sich nichts geändert, Tobi. Hä? Sound of a door opening, das war's. Hast du wirklich eine Crafting-Bank gebaut? Ja, klar. Schön. Aber wollen wir jetzt so lange warten, weil der Respawn doch bestimmt gleich, oder? Ja. Ja, und ich weiß, nehme mir noch ein paar Pfeile mit, dann baue ich das Ding wieder ab. Alles klar, ich guck mal ganz kurz hier. Oh, stimmt, ich habe auch noch eine Crafting-Bank mit. 7 Stück, gönn dir die. 8 Stück, noch mal ab. Okay. Ich habe Pfeile gesammelt, aber die sind irgendwie nicht im Inventar. Okay. Ja, reicht für mich. Dankeschön. Nehme ich das Ding mit hier. You can pick up right now. Oh, okay. Ich muss mal, bis die Pfeile doch durch sind, oder was? Stronger Arrow. Griffin's Wooden Stick. Okay. Nice, Tobi. Aber wie geil das mit dem Dungeon ist, ne? Mit den Bossen und so. Ja, das ist schon nice. Das ist schon sehr nice. Ach so, lässt er stehen? Ja, lass einfach da stehen. Komm, scheiß drauf. Okay. Hast du vielleicht von dem Golem da irgendwas aufgesammelt, was du da irgendwie benutzen kannst? Warte. Ich habe vom Golem Iron One-Handed Sword 2 Stück. Und ansonsten wüsste ich nicht genau. Silber hatte ich vorher schon. Sulfur, Charcoal. Also nicht, dass ich wüsste. Ich probiere mal so reinzugehen. Der ist jetzt aber auch nicht respawned hier, ne? Nee. Oh! LOL. Pfff. Alles klar. Cool. So, okay. Wir brauchen eine Waffenkiste und alles, ne? Cool. Was ist da hinten? Ach, da hinten ist der Ausgang dann, oder was? Was ist das hier? Boah, das ist so geil gemacht, ey, ohne Scheiß. Ja. Oh mein Voll Gott, gut. Ist das nice. Also, Tobi, ich habe 2 Säbel bekommen. Ja. Einer mit Movement Speed plus 5, einer mit Attack Speed plus 10. Ich muss mal vergleichen irgendwann. Und das hier, Applied only to consumables, restore life 20, okay. Also wenn man isst, kriegt man noch 20 Life dazu, gefühlt, also glaube ich. Bin ich ganz sicher. Also können wir zu Hause, wir können eine Waffenkiste machen und sowas, können wir uns ja alles austauschen. Ich habe einen Gladius bekommen. Mordright Gladius. Okay. Sword with heavy infantry of great empire. Okay. Aber bevor ich da rausgehe, ich probiere mal was. Oh, Geheimtür! Oh, hä? Nice! Ich hab was so zugemauert. Ich dachte, ich probier mal dagegen zu hämmern. Cool! Geh Zu gut Skyrim gespielt, der Junge! Voll gut! Boah, ist das schön. Oh, das ist nicht so schön. Tschüss! So. Alter, voll der Free-Climb war unser Charakter hier. Oh, hier sind neue Kühe gespawnt. Geil! Gefühlt werden die bald brauchen, ne? Ja, ich glaube auch. Und so viele Rehe hier oder Hirsche. Weg damit. So. Ich pack mal ein bisschen Fleisch auf den Grill. Okay, so viel habe ich nicht, aber ich nehme erstmal das da. Okay.
die Sachen hier in den Truhen, in der anderen Truhe. Was mit der Scheiße ist, weiß ich nicht genau. Die brauchen wir für Felder bestimmt. Ich habe ein Feld gebaut. Ja? Ja, da hinten. Aber das braucht irgendwie Wasser und dann muss ich noch was einpflanzen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich da Wasser reinballern kann. Oh. Cool. Muss ich mal schauen. Habe ich einen Eimer vielleicht in der Zwischenzeit bekommen? Ich habe übrigens noch 24 Old Rags. Die habe ich hier geklaut. Aha. Aha. Oh, da können wir halbe-halbe machen. Können wir uns eine Rüstung craften. So eine Billo-Rüstung. Slate of Growth. Ich kann dir das auch geben. Warte mal. Warte mal hier. Komm mal her. Warte. So. Und dann einfach so. Hopp. Geil. Ich mach Rüstung. Nice. Ich habe auch noch ewig viel. Ich habe ewig viel Stroh. Kann ich auch noch was machen. So, wie viel kann ich da? 100! Nee, will ich nicht. Das dauert mir zu lang. Ich mach mal 50. So. Das soll er die mal ruhig machen. Okay. Okidoki. Silber-Ingo. Kommt aber hier hinten an den Tisch. Warte mal. So. Muss ich noch schon was einschamölzen? Ja. Hier für dich. Oh, das ist ja liebreizend. Dankeschön. Oh. Bin ich gleich womöglich angezogen? Ja, Mann. Oh. Oh. Hä, wie cool das aussieht. Ja. Ich hab eine für Frauen gemacht und eine für Männer. Ich wollte ja eigentlich erst die für Frauen geben. Ich glaube, das macht nicht großartig Unterschied, ne? Ach, du hast deine Beine sind frei. Okay, ich wünschte, dein Gesicht wäre nicht frei. Aber gut. Halt doch die Fresse, ey. Halt doch einfach die Fresse. Nein, du bist auf deine Weise sehr schön. Die Fresse. Achso, ja, danke. So, okay, das geht. Aha, Iron Talisman, Iron Redstone, Ash Wooden Combat Tools, was immer das ist. Fire Arrow, Wooden Arrow, oh Gott. Ach, hier Body Equipment, ich sehe schon, Plain Clothes, okay. Ein ritterliches Schwert. Baseballschläger. Das hier. Okay, das wäre das letzte, was es gibt. Alter. Was denn? Hier, warte. Vorsicht, Skelett. Wo? Ach, da. Ach, süß. So. Flupp. Hier, Erik, nach getaner Arbeit. Kennst das ja? Mhm. Kann man sich auch mal was gönnen. Oh, Alter, Tobi. Was ist das? Boah, geil. Wie gut das aussieht. Sieht aus wie, sieht aus wie ein Schmorbraten. Ja. Gleich mal gegönnt. Oh, geil. Oh, schön braune Soße und Klöße dazu mit Rotkraut, ey. Oh. Ja, das. Jetzt habe ich Hunger. Ja, auf genau das aber. Ja, leider ja. Okay, gut. Dann mache ich das mal. Den hier auch. Habe ich mich da vielleicht zu sehr beeilt? Ich habe keine Loks. Mein Bogen macht gerade 100? Warum? Was habe ich denn für einen Bogen? Du hast den Bogen raus aus dem Spiel, wa? Koppersbau. Ach nee, mein Schwert macht 100. Der geht vom Schwert aus. Okay, alles klar. Ich dachte schon. So, warte. Okay, Tobi. Soll ich hier ein Silberschwert machen? Ja. Also ist das besser? Sind die Silberschwerter besser wie die wir jetzt gefunden haben? Sind bis jetzt die besten, die es hier gibt. Okay. Ja, dann mach ich mal. Auch besser als die wir gefunden haben beim Dungeon gerade? Ich glaube ja. Also ich habe das zumindest mal eins gemacht. Hier liegt jetzt auf der Schmiede hier. Oh, ich komme. Hey, was macht das Skelett? Bist du doof? Oh, nein, das Reh, Vorsicht! Oh. Hey, hört sich an wie so ein alter Luftballon, wo die Luft rausgeht. Oder wie eine Tür. So. So, Craft. Dankeschön. Wieso mach ich das im Lagerfeuer? Ich weiß nicht. So, brauchst du noch einen silbernen Bogen? Ja, ne? Immer gerne. Da mach ich dir auch mal einen. So. Ich kann dir auch Silber, glaube ich, noch geben. Oder Iron habe ich nicht. Bitte schön. Da ist er. Gönn dir. Oh, nice. Dankeschön. Oh, not enough space to carry this. Was? Mein Inventar ist voll? Das kann gar nicht sein. Und er hat es wieder geschafft in der dritten Folge. Ach, Material, Baumaterial, weil ich ja die ganzen Ingots noch habe und so. Okay. Dann mache ich mal ganz kurz eben noch eine Kiste.
für Baumaterialien vielleicht. So die alten Schwerter und Kopperbogen und so verkaufe ich hier am Marktplatz einfach, ne? Ja, hau weg. Brauchen wir eh nicht. Kannst du sonst auch einfach löschen. So. Ach, hier war okay. Kacke drin, Alter. Der hat die Pfeile unten in die Inventarleiste gepackt, deswegen habe ich die nicht gefunden. Oh. Oder? Ne, das waren die anderen Pfeile, okay. So, der macht wie viel Damage? 120? Oh, okay, ja doch, ich habe bessere Waffen gefunden als... Okay. Okay, na gut. Ja, die leider ist das, die Silberwaffe nicht das Beste, was man haben kann, also ich habe da noch andere jetzt. Okay. Ja, aber ist ja cool, ist ja gut zu wissen. Also dann haben die wenigstens einen Sinn, das finde ich gut. Ja, ja, ja. Weil oftmals ist es ja bei, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war, bei... Boah, Alter, guck mal. Oh, mach das mal lieber nicht. So. Hm? Okay, die, ja, die Waffe hier, die ist schon ganz nice. Aber du siehst das nicht, ne? Doch, ich sehe, wie du zuhaust. Ja, genau. Siehst du das hier eigentlich auch? Wenn ich das mache? Ja, jetzt sehe ich's. Ja, Mann. Voll geil. Special. Hey, du hast das scharf getroffen. Warte, warte. Nee. Alter. Das ist cool. Ja. Ist ein Attack-Move. Einfach gedrückt halten, die Maustaste, voll geil. So. Ich wollte eine Kiste aufstellen für, so Materialien-Geschissel. So. Tu die mal direkt hier hin. Und dann tue ich da mal... Dann tue ich da mal hier die Bronzebarren rein, die Ironbarren und auch die Silberbarren. Iron Ore. 93? Ernsthaft? Ich schmelze mal alles ein. Boah, 93 Eisenbarren. Alles klar, let's go. Na, viel Spaß. So, dann kann ich das hier nehmen. Okay. Das heißt, wir werden später auch eine Schmiede brauchen und alles so in der Richtung, ne? Ja, ja, wahrscheinlich, ja. Eine Küche mit Essenssachen und so, ja, alles klar. Aber wird cool. Freue ich mich echt drauf. Ist schon, also das mit den Dungeons, das fand ich, habe ich ja gerade richtig gefeiert, ne? Finde ich auch mega. Und wie, es gibt noch einen Dungeon auf der Insel. Ja? Ja! Sollte man nächste Folge mal hingehen. Okay, also das heißt, wir müssen tatsächlich auch von scheinbar die Insel switchen, oder was? Also wenn ich das richtig sehe, wir haben ja oben rechts als Aufgabe Give Slate of Growth to Anubis und Give Increase of Ability Levels to Krael als Aufgabe. Und ich habe beim Endboss, habe ich bekommen, wenn ich das richtig sehe, Slate of Growth. Das heißt, wir müssen die Dungeons abgraben, um die Aufgaben zu erfüllen und wir müssen uns dann da oben hinbauen, um diese Insel hier abzuschließen, glaube ich. Ah, okay, wenn du M drückst, stimmt, bei dem einen Dungeon, jetzt weiß ich ja, wo der andere ist. Da ist ein Haken jetzt und bei dem anderen noch nicht. Ah, tatsächlich. Und da ist noch irgendein so ein komischer Pool, von dem ich nicht weiß, was der macht. Das ist oben, das ist doch oben, diese Floating Island, glaube ich. Ah, okay, alles klar. Okay, okay, okay. Ja, das heißt, wir können uns zwar schon so eine Unterkunft bauen, aber so festes Haus quasi gibt es nicht, oder wie? Festes Haus können wir, glaube ich, theoretisch auch bauen. Ich weiß nur nicht, ob wir Plattformen bauen können, auf denen wir das Haus bauen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, ja, ja. So. Okay. Tobi, wie viel Schaden macht deine Waffe gerade? Was hast du gerade für eine Waffe? Ich habe gerade noch das One-Handed Silver Sword. Okay, dann nimm mal... 120 macht das. Warte, ich mache auch noch das hier. So, machen beide eh gleich viel Schaden. Nimm mal das hier. Das müsste mehr Schaden machen, ne? 130, glaube ich. Ja, Tatsache. Ja. Boah, was? Ja, ja, ja. Das habe ich gerade aus dem Dungeon gezogen. Alter, brauchst du das nicht? Ich habe eine mit 140 aus dem Geheimraum. Oh. Ja. Ja. Hä, was verstehe ich? Ich habe aber eigentlich Double, dass ich zwei Waffen tragen kann. Warte mal. Dual Wield? Hä, ja. Das geht? Also hier bei, warte mal, bei Skills und dann bei Combat kann ich Two-Handed machen. Ach, Two-Handed. Ja, nee, alles gut. Das Two-Handed heißt Zwei-Handed. Ah, okay. Für Two-Handed habe ich Dual Wield gibt es. Ich habe... Dual Wield? Ich habe einen Baseballschläger, wenn du willst. Oh, Dual Wield. Okay. Hier, zack. Was los? Ja, nicht da unbedingt. Oh, da ist ein... Oh. Macht das vielleicht nicht unbedingt bei uns? Ich muss mal... Ich komme gleich wieder, warte. Okay, ja. Oh, Alter, wie nice. Boah! Mach mal rechte... Ja, auf den... Mach mal rechte Maustaste. Oh, ja! Bam! Boah, ich will in den nächsten Dungeon. Mono! Alter. Boah, spring mal!
Warte. Alter, okay, die Kühe haben halt... Also, das ist halt vorbei mit den Kühen, ne? Oh, warte. Level 4 Kuh. Alter, mit dem Sprung. Was war das denn gerade? Insane einfach. Boah, ist das okay. Nice. Alter, ich sehe nur Kühe fliegen da hinten. Also, so. Voll der Metzger einfach. Alter. Okay, wo ist denn der Bär? Nee, okay. Ich mache jetzt noch Fleisch. Ich habe ein bisschen Kühe gefarmt für Fleisch, ne? Für den Dungeon, für uns, für fürs Team, Tobi, fürs Team. Fürs Team, ja. Nice. Nice, Erik. Gern geschehen, gern geschehen. Was kann man denn hier eigentlich Leckeres machen aus dem Ding? Ach, Alter. Da mache ich mal 7 Steaks, wa? Ja, geil. Mal ein bisschen Stuff loswerden. Tja, dann okay. Nächste Folge, nächster Dungeon oder was? Wir müssen Sachen halt aber auch reparieren, ne? Dafür ist das Geld gedacht. Kannst du im Menü ja, machen. Ja, ja, ich weiß. Du kannst auch, wenn die kaputt gehen, einfach die Zahl gedrückt halten von der Hotbar. Wenn du die gedrückt hältst, dann repariert er automatisch. Ach, cool. Voll gut. Oh, nochmal 7 Fried Eggs hier, alles klar. Wir brauchen noch eine Kiste für Essen. Wir brauchen eine Kiste für alles. So. Dann haben wir da nochmal... okay. Iron Ingot. Was ist denn das? Ancient Veteran Iron Ingot. Was? Okay, Special Eisen. Okay, alles klar. Kann ich noch irgendwas kochen? Was ist denn das hier? Failed Cooking. Oh, geil. Ich kann extra falsch kochen. Schön. Was ist das hier? Roasted Corn? Oh, ich will unbedingt was anbauen. Ich würde unbedingt irgendwo gerne richtig bauen. Und dann geil mit den Feldern und so irgendwie. Na, du kennst mich ja. Das ist verboten, Erik. Das weißt du, dass man nicht anbauen darf, ne? Wieso darf man nicht anbauen? Naja, das ist halt verboten in Deutschland, Erik. Tut mir leid. Aber ich würde gerne mal anbauen, Tobi. Andere bauen doch auch an. Ist verboten. Aber andere, außer Baugenehmigung. Aber andere bauen doch auch. Wieso? Ich habe irgendeine Wand. Ich habe irgendwo eine Wand gefunden, hä? Okay. Was brauchen wir eigentlich für Stufen, um da hochzukommen? Ich glaube, von dem Building-Ding irgendwie. Wir müssen die Folge beenden, Tobi. Guck mal auf die Uhr. Oh, ja. Achso, du bist da gerade dabei. Ich baue gerade mal was. Ist das eine Kanone? Was? Alter. Okay. Okay, Tobi. Okay. Gut, bitte. Mach mal. Rick, aber die Ehre. Geht das? Ne. Das geht wirklich. Man kann sie aus der Kanone schießen. Das geht ja wirklich. Hä, wie geil ist das denn bitte? Oh Gott. Die müssen wir da oben aufstellen, ne? Da oben, wo der kleine Teich ist. Ja, oder oben auf die Floating Island, ne? Mhm. Boah, auf die Floating Island wäre natürlich... Boah, der Overkill. Puh. Sehr geil. So, okay. Ansonsten, was ist das hier? Bean Seed. Ich habe Potato Seed, also Kartoffeln und Bohnen kann ich schon anpflanzen. Ich glaube, Potato habe ich auch noch ein paar Sachen. Oh, die Machete hier, 110. Okay, ich habe noch eine Machete. Ich weiß gar nicht, wo ich das reinpacken soll. Ich verkaufe mal gerade auch ein paar alte Sachen, glaube ich. Ja, das kann ich habe die auch einfach alle vertickt. Gibt vielleicht ein bisschen Geld. Geld. So, hier. So. Oh, die Füchse schreien immer so jämmerlich, ne? Naja. Die Wooden Sticks, die verschrotte ich einfach, ganz ehrlich, die bringen ja nichts. So, plupp. 1002 Gold, das gefällt mir gut. Sehr schön. Die Iron Swords brauche ich auch nicht, 1700. Und dann haben wir 2500 Gold, sehr gut. Baseballschläger, macht 50 Schaden, verkaufe ich auch. 6200, was ist mit dem?
Baseball Bat Selling Price 3600. Boah. Okay. Gut. Ja, da machen wir gut Cash. Und ich habe noch zwei Bronzeschilder, die ich verkaufen muss. Ja, dann würde ich sagen, nächste Folge. Tobi, wir müssen aufhören. Guck mal auf die Uhr, Mann. Was haben wir denn? Oh, 40 Minuten schon. Ja, ja, nein. Das sage ich die ganze Zeit schon. Ja, weißt du jetzt mal, wie es ist? Hä? Wieso? Was meint er? Hä? Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Ja, okay, Tobi, ich scheiß mal kurz in den Essenspot und dann würde ich sagen... Das ist echt widerlich. Was muttert Mut, Tobi? Aber ich sage, nächste Folge sehen wir uns wieder und dann... Oh, ach, ich habe Hunger übrigens. Und dann, gehen wir ins nächste Dungeon. Ja, finde ich gut. Voll geil. Das wird bestimmt ein bisschen schwerer, aber natürlich nicht für uns, Tobias. Natürlich. Natürlich. Und bald schon sehe ich uns da nach oben gehen. Ich sehe das schon kommen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.